Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe ein bisschen zu viel Klimaanlage, nicht Klimaanlage, Luft abbekommen, bin daher jetzt tatsächlich ein wenig erkältet und habe daher ein Westchen an. Habe ich auch deswegen an, weil wir hier auf 900 Metern unterwegs sind und gleich ins Moor reinlatschen und da ist kalt. Ne? Also wenn irgendwo kalt ist, dann da. Und ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Thema heute Forstgenetik. Forstgenetik in dem Sinne, dass wir uns ein bisschen damit beschäftigen, brauchen wir denn gentechnisch veränderte Pflanzen im Walde? Kann das was nützen? Kann das nichts nützen? Was sind die Risiken? Was sind die Chancen? Ist ein Stück weit meine Meinung. Man darf da selbstverständlich auch noch andere Meinungen zu haben, so man dann genügend Ahnung vom Fach hat, um sich da eine eigene Meinung sinnvollerweise bilden zu können. Ich bin ja persönlich durchaus auch wiederum der Meinung, dass nicht jeder zu allem unbedingt eine Meinung haben muss. Es gibt halt Themen, von denen hast du, wenn du nicht Fachmann zufällig bist, halt keinen Schimmer und hilft auch niemandem weiter, wenn du dir trotzdem einbildest, eine Meinung haben zu müssen, ohne jegliche Fachkenntnis. Daher, egal. So, die Route hier, die habe ich schon oft abgefilmt. Das ist jetzt von daher nichts Besonderes, aber naja, der Bus fährt jeden Morgen hier hoch und das tut er auch, wenn ich nicht drin sitze. Und da dachte ich mir, wenn ich mal drin sitze, ist das doch vielleicht mal ganz angenehm. Und ich habe ein bisschen eine andere, abwechslungsreichere Location heute zum Filmen. Leider habe ich das gute Mikrofon vergessen, aber hier gibt es keine Störgeräusche. Dementsprechend hoffe ich, dass ich auch so gut zu verstehen bin. Ja, wir laufen einfach ein paar Mal hin und her hier durch unseren wunderbaren Moorwald. Den möchte ich, wie gesagt, diesmal nicht groß kommentieren. Also, grundsätzlich, Forstgenetik bzw. Forstpflanzenzüchtung oder generell erstmal Baumzüchtung ist so ein bisschen der Einstieg in die angewandte Vererbung sozusagen bzw. die manipulierte Vererbung von vererbbaren Merkmalen bei Pflanzen. Das mag irgendwann mal angefangen haben durch erste Züchtung von Pflanzen, die eben dadurch, dass wir am Anfang sicherlich mal zufällig Merkmale ausgewählt haben, die wir als Mensch für wichtig hielten und dann eben die Pflanzen so miteinander kombiniert haben, dass die Chance zur Weitergabe genau dieser Merkmale, die wir für wichtig halten, ansteigt. Konkretes Beispiel, wie ist man da irgendwann mal drauf gekommen? Möglich wäre irgendein, noch sagen wir mal, Mittelsteinzeitdorf. Ja? In der Mittelsteinzeit gab es schon, also bei uns in zum Beispiel Deutschland, gab es bereits die Wildkirsche. Ja? Die Wildkirsche bzw. Vogelkirsche. Wobei man sich jetzt natürlich kloppen kann. Bei einem so stark züchterisch später gewollt, anfangs wahrscheinlich aus Versehen, züchterisch veränderter Pflanzengattung wie den Kirschen, die mit den Kirschen dran, da ist es ganz schwer zu sagen, wann das angefangen hat und inwiefern das zufällig gewesen ist und was die Ursprungsform dieser Kirsche heute überhaupt noch ist, ob die irgendwo noch existiert oder auch nicht. Aber Prunus Avium ist wahrscheinlich die Wildkirsche, die es auch damals gegeben hat oder zumindest so ähnlich. So, und diese Prunus Avium, die Kirsche, die man hin und wieder auch im Wald wachsen findet, hier nicht, wir sind hier zu hoch, die ist eigentlich nicht so lecker. Vor allen Dingen trägt sie auch nicht sehr viele Kirschen. Wenn man mal tatsächlich das Glück hat, in einem Jahr, in dem die Vogelkirsche viele Kirschen trägt, an diese Kirschen ranzukommen und die dann probiert, dann wird man feststellen, dass die vergleichsweise mit anderen Kulturkirschen, die man sonst so kennt, gar nicht mal so süß sind, eher säuerlich, sogar noch eine gewisse Bitterheit enthalten können. Das hängt auch immer ein bisschen individuell vom jeweiligen Exemplar ab. Und das Letzteres ist tatsächlich der Knackpunkt. Denn sowohl die Menge der Kirschen, die dranhängt, eben als auch der Geschmack der Kirschen, der dranhängt, hängt vom jeweiligen Individuum ab, von dem man gerade kostet. So, und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass ein Mittelsteinzeitler, nennen wir ihn mal Hulk, dass der auf die Idee kommt,
draußen im Walde unterwegs zu sein, auf der Suche nach irgendwas Essbarem. Und jetzt läuft er zufällig an einer frühen Vogelkirsche vorbei und entdeckt daran eben ein paar Kirschen und pflückt sich da drei Hände voll und stellt fest, wow, die sind ja besonders lecker. Er hat in seinem Leben natürlich schon mal Vogelkirsche gegessen, schon ein paar Mal davon genascht und das als wichtiger Bestandteil der allgemeinen Mittelsteinzeitlerernährung erkannt. So, und jetzt stellt er aber fest, dass dieser Baum konkret wirklich besonders leckere Kirschen hat. Also die schmecken ihm wirklich viel besser als der Durchschnitt. Und drum pflückt er da nahezu alles, was er kriegen kann und füllt es in seine Rentierblase, die er zufällig dabei hat, als Gefäß zum Transport von gesammelten Dingen oder Elchmagen. Elchmagen wäre auch noch gut. Oder Elch. Theoretisch ist sogar Elchhoden eine Möglichkeit, sich ein Sammelgefäß herzustellen. Wie auch immer, jedenfalls sowas in die Richtung hat er dabei und dann macht er sich das Ding halt voll und damit geht er nach Hause. So, und dann ist er daheim und hockt vor seiner Hütte. In der Mittelsteinzeit war man teilweise schon sesshaft, teilweise noch nicht. Und futtert Kirschen. Ja, und was man natürlich tut, wenn man Kirschen futtert, ist... Ja, und das landet alles vor seiner Hütte, beziehungsweise hinter seiner Hütte. Meinetwegen sitzt er auch hinter seiner Hütte. Das ist besser, ja. Er sitzt hinter seiner Hütte. Also, und da hat er jetzt irgendwie einen großen Haufen besonders gut schmeckende Kirschkerne hingespuckt. Und daraus wachsen eines Tages ein Haufen wohlschmeckende Miniaturkirschen, die natürlich noch keine Kirschen dran haben, aber zumindest mal die Bäume. So, irgendwann stirbt der Hulk. Und sein Sohn Holk übernimmt die Hütte und geht auch mal in den Wald und entdeckt bei der Gelegenheit tatsächlich ebenfalls besonders wohlschmeckende Kirschbäume und sammelt von den besonders wohlschmeckenden wieder Kirschen ein. So, der geht nach Hause, spuckt die hinter die Hütte und neben den Kirschen von wohlschmeckendem Kirschenbaum A wachsen nun Nachkommen von wohlschmeckenden Kirschenbaum B. So, und die kreuzen sich dann irgendwann dadurch, dass sie einfach nebeneinander stehen, beziehungsweise Kirschblüte, ne? Bienchen, die da für die Bestäubung zuständig sind, die holen sich Pollen bei Kirschen, also Nachkomme von Kirsche A, nennen wir sie einfach nur Kirsche A, und Nachkomme von Kirsche B. Und beides kreuzt sich auf diesem Wege miteinander. Und so sind die Erbanlagen von beiden Kirschbäumen, die als Merkmal, phänotypisches Merkmal, wohlschmeckende Kirschen haben, vermutlich deren Nachkommen jetzt, also die Kirschen, die an diesen Bäumen wieder dranhängen, genetisch so angepasst, dass die wiederum mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Eigenschaften ihrer Eltern, insbesondere wenn beide Eltern dieselbe, in Anführungszeichen, für uns jetzt erstmal als Anwender, selber Eigenschaft hatten, dass die Kirschen besonders wohlschmeckend sind, ist halt die Chance, dass da irgendein Nachkomme bei rauskommt, der ebenfalls wieder wohlschmeckende Kirschen haben wird. So, sollte das jetzt der Fall sein, dann steht hinter dem Haus von Hulk und Hulk oder wie auch immer ich die jetzt genannt habe, logischerweise dann der nächste Kirschbaum irgendwann eine Generation später und deren Enkel, nennen wir ihn mal Klolk, der ist dann halt eben in der Lage, vom Kirschbaum direkt hinter seiner Hütte besonders wohlschmeckende Kirschen zu ernten und freut sich dann darüber und spuckt die da wieder hin und dadurch kriegen wir jetzt eine weitere Generation, nehmen wir mal an, der Originalkirschbaum, nennen wir ihn Kirsche C, also Nachkomme von A und B, bleibt noch eine Weile stehen. Kirschen D, also dem seine direkten Nachkommen, werden jetzt schon groß. Jetzt ist es kein Problem, dass eine alte Kirsche mit einer jungen Kirsche durchaus Pollen und Samen Austausch betreiben kann. Und damit haben wir dann nochmal zwar eine ein bisschen Inzest gewissermaßen, das ist bei Bäumen aber kein Problem,
aber damit eine noch mal stärkere Vermehrung bzw. Verankerung des Merkmals wohlschmeckende Kirschen innerhalb dieser Kirschengeneration. So, und wenn jetzt andere Leute vom Dorf sich auch da Kirschen holen bei diesem Baum und mit diesen Kirschen jetzt in die Welt hinausgehen, sie als quasi Reiseproviant mitnehmen und irgendwo anders die Kirschkerne hinspucken, wo sie halt so üblicherweise rumlaufen, dann wachsen da, wo sie üblicherweise rumlaufen, jetzt halt irgendwelche Kirschen, die besonders wohlschmeckende und viele Kirschen dran haben, ne? Und das geht immer so weiter, bis irgendwann im gesamten Wohngebiet und Einzugsgebiet von den Nachkommen von Hulk wohlschmeckende, züchterisch, aus Versehen vielleicht noch, aber trotzdem züchterisch veränderte Kirschbäume rumstehen, die vor allen Dingen deswegen da wachsen, weil sie wohlschmeckende Kirschen haben und nicht mehr, und das ist jetzt ein wesentlicher Punkt, auf den wir nachher noch zurückkommen werden, die wachsen dann nicht, weil sie besonders gute Wachstumseigenschaften haben, besonders konkurrenzfähig sind, besonders starke Wurzeln haben oder irgendwelche sonstigen Eigenschaften, die ihnen ermöglicht hätten, sich jetzt besonders effizient in Zeit und Raum auszubreiten, sondern ihr Selektionsvorteil war besonders wohlschmeckende und viele Kirschen. Ja? Das ist jetzt im Grunde alles immer noch vollständig Biologie. Auch Tiere sorgen dafür, dass in gewisser Weise ein fruchttragender Baum, der eben für seine Ausbreitung auf Tiere setzt, sich nur dann erfolgreich ausbreiten kann und seine ökologische Fitness dann groß ist, wenn eben seine gewählte Ausbreitungsstrategie durch eben jetzt in diesem Fall Kirschen effizient ist. Ja? Und die Frucht, die er anbietet, auch eben viel verteilt wird. Sprich, dafür muss sie lecker und attraktiv sein für denjenigen, der sie verbreiten soll. Soweit ist das also alles noch normal und ohne eine große Selektion. Wenn jetzt aber über die Jahrhunderte die Nachfragen von Hulk, ist auch egal, immer mehr nur die Kirschen auswählen, die besonders lecker sind und die immer mehr an Orte pflanzen, aus Versehen oder absichtlich, an denen kein normaler Wald mehr steht, weil sie sie immer an den Wegesrand spucken, ja, dann wachsen die Kirschen ab sofort selektiv eher an einem Wegesrand. Ja, und selbst ein schmaler Weg in der Landschaft, selbst ein Trampelpfad in der Mittelsteinzeit, der noch ein bisschen schmäler wäre als das hier, hat einen gewissen Einfluss auf seine Umgebung. Irgendwann ist auch mit Mittelsteinzeit-Sandalen ein Weg so weit ausgetrampelt, dass da direkt drauf nichts mehr wächst. Und dadurch entsteht eine gewisse Lichtschneise in einem Wald. Ja, mein Wald hier, das ist Bio, ne? Der ist jetzt bloß ein paar Meter hoch, aber ist ein Urwald quasi, ne? Moorwälder halt. Egal, jedenfalls nehmen wir an, die Bäume hier wären höher, dann hätten wir hier also eine eindeutige Lichtschneise. Und an so einer Lichtschneise kann eine Kirsche besser wachsen. Das heißt, die Kirschen wachsen auch dann gut, wenn sie gar nicht mal so gut angepasst sind im Konkurrenzkampf gegen andere Bäume. Ja? Also sie müssen nicht schnell wachsen können, sie müssen keine tolle Wurzelentwicklung haben können, weil sie ja immer genau dahin gespuckt werden, wo sie ohnehin sehr gut wachsen können. Und damit verlernt man sozusagen, beziehungsweise sorgt unsere Selektierung, dass wir die Kirschen nicht essen und nicht verbreiten, die nicht schmecken, dafür, dass immer mehr, immer wohlschmeckendere Kirschen, weil die immer mehr gegessen und immer mehr verbreitet werden, an immer besser zu erreichenden Orten für uns und konkurrenztechnisch uninteressanten Orten für andere Bäume wachsen. Und über die Jahrtausende jetzt verliert die Kirsche auf diesem Wege ein Stück weit ihre Fähigkeit der Konkurrenz zu anderen Bäumen,
also anderen Bäumen davon zu wachsen und so weiter, mit denen klarzukommen, Schädlingen zu widerstehen, die nur in Anwesenheit von anderen Bäumen beispielsweise auftreten, Wildschäden an der Rinde, dass jemand an der Rinde rumkaut und so weiter und so fort, zu widerstehen, nimmt ab, weil sich das Wild nicht so nah ans Dorf traut und. Dafür wird immer mehr Wert darauf gelegt, dass sich die Kirsche sozusagen durchsetzt, die besonders gut schmeckt. Ja? Und spätestens nach einer gewissen Zeit der zufälligen Kirschselektion wird der Mensch irgendwann mal gelernt haben, dass Kerne ausspucken zu Kirschwachstum führt, da wo du sie hingespuckt hast. Ja? Oder führen kann natürlich. Und irgendwann wird man dann gelernt haben, wir wissen nicht, wann das genau der Fall war, eben ja, absichtlich bestimmten Kirschbaum mit den allerleckersten Kirschen, mit dem anderen Kirschbaum mit den zweitleckersten Kirschen zu kombinieren, um daraus dann den wohlschmeckendsten Kirschbaum überhaupt hinzubekommen. So, und bei all dieser Selektion und Forstpflanzenzüchtung gewissermaßen hatten wir jetzt völlig ignoriert, eben ob der Baum zukunftsfähig, lebensfähig ist, ob er Dürrestress erträgt, ob er besonders resistent gegen Käferkalamitäten ist oder ähnliches, sondern uns hat nur ein Merkmal, nämlich Menge und Lecker der Kirschen oder vielleicht auch nur das Lecker der Kirschen, da kann man sich jetzt streiten, hat uns nur interessiert. Ja? Und das ist jetzt Selektion nach einem Merkmal und das ist Züchtung. Ja? Das ist das Gleiche, wie wenn du ja, Hühner nach Zahl der Eier, die sie legen, pro Zeit selektierst und Hühner, die besonders viele Eier gelegt haben, deren Eier besonders häufig ja, dann eben auch entsprechend deren Küken großziehst und die dann wieder besonders viele Eier legen, wenn sie groß sind und dann wieder deren Küken großziehst, bis du dann halt irgendwann Hühnerrassen hast, die mit dem Wildvogel, den man ursprünglich mal als Huhn gekannt hat, ja nichts mehr zu tun haben. Dafür aber jetzt wirklich unnatürlich häufig Eier legen, die gar nicht dafür da sind, dass sie sich super schnell reproduzieren, sondern eben uns mit Eiern versorgen, was prinzipiell, ich mag Eier, also will ich mich da jetzt nicht beschweren. Nur ja, hat dieser Vogel im Rahmen dieser ganzen Anpassung, habe ich auf meiner Belichtung rumgedrückt, im Rahmen dieser ganzen Anpassung eben verlernt, selbstständig lebensfähig zu sein, wenn er bei uns im Wald rumrennen würde. Ne? Ist das Huhn natürlich sofort vom Fuchs vertilgt, sobald es auf die Idee kommt, irgendwie im Walde unterwegs sein zu wollen. Oder nicht nur vom Fuchs, sondern halt von jedem, der auch nur ansatzweise irgendwie groß genug ist, ein simples Haushuhn kaputt zu kriegen. Und das sind dann schon ein paar. Ne? Ja, und weil halt keine Abwehrfähigkeit mehr da ist. Ein bei uns im normalen Ökosystem lebensfähiges Huhn hat durchaus eine gewisse Wehrhaftigkeit, ist immer noch problematisch mit dem Fuchs. Ne? Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel ein Rebhuhn angucken oder ein Rebhuhn wäre so der Klassiker oder von mir aus ein Moorschneehuhn oder sowas in die Richtung. Die sind sehr gut getarnt, ja, die sind nicht besonders auffällig, wobei eine Henne bei einem normalen Eierleg-Zivilisationshuhn, ich weiß gar nicht, wie die offiziell heißen, na egal, jedenfalls, die ist ja auch ein bisschen getarnt, aber mindestens der Gockel fällt dann irgendwie ein bisschen ungut intensiv auf und das kann man sich dann leisten, wenn man zum Beispiel einen Auerhahn isst, der ja tatsächlich auch eine gewisse Wehrhaftigkeit hat, der kann sich also zur Not gegen so einen Fuchs, würde ich sagen, kann der sich auch mal wehren. Das ist ein großer Vogel, der wiegt fast 5 Kilo, wenn es gut läuft, der kann ordentlich zuhacken mit dem Schnabel, das tut dem Fuchs dann auch schon weh, das überlegt er sich, ob der einen ausgewachsenen Auerhahn unbedingt angreifen muss. Ja, wer anders, der könnte ihm dann schon was tun, zum Beispiel ein Wolf oder ähnliches, dann müsste er halt auf den nächsten Baum fliegen, das kann er ja. Ein Auerhahn kann auch fliegen, unser Haushuhn
kann man sich sehr streiten, ob das theoretisch potenziell vielleicht noch fliegen könnte, wenn man ihm nicht die Flügel stutzen würde. Aber ich glaube, dann reicht es nur für so ein Flattern. Aber ich kenne mich da zu wenig mit Hühnern aus. Wer dann etwas Näheres weiß, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Das wäre sehr hilfreich. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Gut, ja. Also, das sind so die grundsätzlichen ersten Züchtungsmethoden. Man nimmt einfach Exemplar A, Exemplar B und versucht die sozusagen genetisch zusammenzubringen, indem man eben die Paarung bei den beiden auslöst. In der Tierzucht muss man die dann halt eben entsprechend zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, bei romantischem Kerzenschein zusammenbringen. Und in der Pflanzenzucht ist das relativ simpel. Du sammelst Pollen von Pflanze A und pinselst sie auf Stempel von Pflanze B. Und so einfach ist das auch schon. Ja, das funktioniert natürlich auch bei Pflanzen, die nur ein Geschlecht haben. Die meisten sind ja zweigeschlechtlich. Da lässt sich das sehr, sehr einfach praktizieren. Und wenn sie nur eingeschlechtlich sind, gut, dann muss man halt Männlein und Weiblein jeweils suchen und die entsprechenden Eigenschaften haben und so weiter und so fort. So, das Problem ist eben jetzt bei dieser klassischen selektierten Pflanzenzucht, bleiben wir bei den Pflanzen, man geht halt immer nach dem Merkmal, was man haben möchte. Ja? Und häufig führt das dazu, dass dieses Merkmal eben immer ausgeprägter ist, je mehr die Pflanze fortgeschritten ist in einer Ahnenreihe von anderen Pflanzen, die auch dieses ausgeprägte Merkmal bereits besessen haben. Und das führt dazu, dass eine andere Pflanze, die das ebenfalls hat, auch irgendwie wahrscheinlich, zumindest mit dieser langen Ahnenreihe, eine gewisse Gemeinsamkeit hat. Und das heißt, die man kreuzt, sind immer mehr miteinander verwandt. Und immer näher und immer näher und immer näher. Das bedeutet, die genetische Vielfalt der gigantischen Ausgangs-DNA, die Baum A und Baum B, damals als noch Hulk unterwegs war, mal hatten, die ist jetzt durch die Zucht immer mehr eingeschränkt worden und wurde kleiner und kleiner und kleiner und kleiner und gefühlt jede Süßkirsche, die wir inzwischen auch schon deutlich unterscheiden müssen von der Wildform, die sie ursprünglich mal gewesen sind, ist immer weniger anpassungsfähig, weil ihr immer mehr vielfältige Gene der ursprünglichen Wildkirsche von vor, keine Ahnung, 10.000 Jahren von mir aus fehlen. Ja? Und das ist ein grundsätzlicher Effekt, den wir bei jeder Züchtung von jeder Nutzpflanze und jedem Nutztier, das wir jemals gezüchtet haben, immer haben. Wir kriegen zugunsten des Merkmals oder der Merkmale, nach denen wir selektieren, das ist übrigens auch bei Zuchthunden so, besonders kleine, niedliche Stupsnase, die den Hund als Krüppel zurücklässt, der nicht vernünftig atmen kann, aber wir finden das niedlich. Mopse sind eine Katastrophe, das ist Tierquälerei, möchte ich an dieser Stelle nur mal kurz anmerken. Ja, man mag die vielleicht niedlich finden, diverse andere kurzschnäuzige Hunde auch, aber das ist aus moderner Tierethik und auch aus biologischer Sicht völlig abartig, so eine arme Kreatur mit von Geburt an Atemproblemen und ähnlichen Schwierigkeiten heranzuzüchten. Ähnliches gilt für gigantisch große Hunde, die von vornherein immer anatomische Probleme haben werden, oder winzig kleine Hunde, die die Mentalität eines Wolfs, aber eben nur 10 cm groß sind und dann ankommen und dich ankläffen und du machst einmal diesen. Dafür kann der Hund im Grunde nichts, dass wir ihn zu so einer lächerlichen Kreatur gemacht haben. Aber ja, die Züchtung von Tieren und Pflanzen hat einige interessante, wenn man so möchte, Perversionen im Laufe der Jahrhunderte durchaus hervorgebracht. Ja, ich finde das übrigens deswegen auch ganz praktisch, weshalb ich heute hier rumlaufe, weil hier nichts Züchtung, gar nichts. Das ist der Wilde See oder Wildsee? Wildsee. Kann mir immer nie merken. Eins von beiden ist der Wilde See, das andere ist der Wildsee und beides Hochmoorseen. Nicht wirklich. Das eine ist ein Karsee, das andere ist ein Hochmoorsee. Hier haben wir den Hochmoorsee und stark geprägt durch ein weitgehend vergleichsweise noch stark sich selbst überlassendes Hochmoor.
ist noch fast intakt. Es könnte noch ein bisschen intakter sein. Daran wird jetzt demnächst gearbeitet, dass hier noch ein paar Renaturierungsmaßnahmen stattfinden sollen, bevor das Moor als solches noch mehr geschädigt wird. Aktiver Klimaschutz ist derzeit so ein bisschen die beste Landschaft, die wir schützen können, wenn wir vermeiden wollen, dass mehr CO2 in die Atmosphäre austritt. Da ist es dann wirklich die bestmöglichste Lösung, aufzuhören, Moore zu zerstören und dafür zu sorgen, dass die weiter wachsen. Das ist jetzt dieses Jahr sowieso der Fall, dass hier weiter gewachsen wird. Das hängt einfach mit dem Niederschlag ab zusammen, wie viel Niederschlag jeweils runterkommt, wie stark die Drainagierung des Moores vorangeschritten ist. Sprich, es gibt hier drumherum auch jede Menge Gräben, die Wasser aus dem Moor abfließen lassen, das eigentlich drin bleiben sollte. Und die sollen jetzt nach und nach zugeschüttet werden, sodass auch bei weniger Niederschlag in Dürrezeiten trotzdem netto der Torfaufbau hier weitergeht und das Moor weiter wächst. Also wir stehen hier komplett nicht auf normalem Boden, also mal abgesehen davon, dass das Bohlen sind, sondern auf Torf, vollständig Torf. Und der wächst, solange das Moor eben intakt ist, weiter nach oben und kann dann tatsächlich Höhen von 8, 9, 10, 11, 12 Metern erreichen. Tatsächlich ist das Torfpaket hier sogar 8,50 Meter mächtig. Man müsste sich also 8,50 Meter durch Torf buddeln, wenn man hier irgendwelchen Fels finden wollen würde. Das heißt, liegt hier irgendwo ein Stein, dann deswegen, weil jemand ihn von außen reingetragen und hingeworfen hat. Ansonsten ist das unmöglich, hier irgendwelche Steine zu finden. Das ist auch mal ein ganz interessantes Detail nebenbei. Gut, jedenfalls zurück zur Forstpflanzenzüchtung. Grundsätzlich sorgt eben eine Selektion nach welchem Merkmal auch immer zu einer Einschränkung der Gesamtvariabilität bzw. Vielfalt in den Genen von einer züchterisch veränderten Art. So, und das haben wir auch dann und insbesondere auch dann genauso bzw. Insbesondere, wenn wir diesen Züchtungsprozess durch gentechnische Methoden beschleunigen. Soll heißen, wenn man irgendwie eine Mutation jetzt künstlich herbeiführt in einem Spektrum von Arten, ja, dann nach denen selektiert, die die gewünschte Mutation zeigen, dann hat man aus einer genetischen Vielfalt wieder eine vergleichsweise eher Einfalt gemacht, weil man ja nur die rausgesucht hat aus der Gruppe von Individuen, seien es Pflanzen oder Tiere, die eben das gewünschte Merkmal tragen, wie bei unserem Beispiel mit der Kirsche, eben besonders wohlschmeckende Kirschen. So, und im Fall von zum Beispiel besonders schnell wachsenden Waldbäumen werden dann halt die unter besten Bedingungen besonders schnell wachsen, die man rausselektiert hat. Allerdings kann es dann halt eben passieren, und das wird immer passieren, dass die allgemeine Anpassungsfähigkeit hier durch Anpassung geopfert wird. Begriff Anpassungsfähigkeit und Angepasstheit wäre in diesem Zusammenhang nochmal wichtig, habe ich woanders auch schon mal erwähnt, aber grundsätzlich gibt es beides, aber nicht beides gleichzeitig oder halt nur ein Kompromiss zwischen beiden. Eine hochspezialisierte Pflanzenart, wie zum Beispiel die Moose, die hier diesen Torf ausmachen, ne, Torfmoose, sind auf ihren Lebensraum absolut ideal angepasst. Ja, nichts ist besser angepasst zum Überleben im Moor wie Torfmoos. Ja, das bildet ja den ganzen Untergrund des Mooses. Sphagnum magellanicum beispielsweise kann man da hinten sehen, da wäre aber zu wenig Zoom, um das vernünftig zeigen zu können. Ist eins der häufigeren Torfmoose, schön rötlich, wunderschöne Pflanze, sehr faszinierend und kann nur in Mooren und auch nur in bestimmten Mooren und in bestimmten Zonen eines bestimmten Moores wirklich überleben. Packt man die Pflanze irgendwo anders hin oder ändert irgendeine der eingeschränkten Bedingungen, unter der sie eben nun mal leben, zu einer anderen Bedingung, dann wird das Torfmoos sofort sterben, weil es hochgradig angepasst ist und im Rahmen seiner Anpassung über keinerlei Anpassungsfähigkeit mehr verfügt. Bedeutet, unter den Bedingungen, die hier herrschen, die für 99,99999% aller anderen Pflanzenarten tödlich sind, absolut tödlich. Moore sind ein Extremlebensraum, der wirklich nur für absolute Spezialisten überlebbar ist. Ja, für alle anderen keine Chance. Dann ist das Torfmoos sofort kaputt. Aber hier an seinem Ort, für den es perfekt angepasst ist, ist es das Einzige, was noch leben kann, sozusagen. Ja.
Und damit kann man das ganz gut, glaube ich, umschreiben. Tierisches Beispiel für Anpassungsfähigkeit wäre der Wolf. Der Wolf ist zumindest in seinem natürlichen Verbreitungsgebiet zusammen mit dem Rotfuchs so ziemlich die am besten anpassungsfähigste Säugetierart, die wir auf dem Planeten haben. Kaum was anderes hat ein so riesiges Areal und schließt so viele Klimazonen mit ein, wie das beim Wolf der Fall ist. Hier gibt es auch irgendwo einen. Ich weiß nicht, ob er gerade zu Hause ist. Und kann sich wirklich Wald, Weide, Wiese, Moor, Gebirge, Wüste, egal was, Eiswüste, völlig Wurst. Der Wolf kommt mit jeder erdenklichen Klima- und Lebenszone zurecht und kann sich an so ziemlich jede Situation anpassen. Dafür ist er aber in keinem Lebensraum super ultra spezialisiert und würde nur da klarkommen. Ja? Jetzt ist der Wolf natürlich wirklich das beste Beispiel überhaupt, beziehungsweise das am meist anpassungsfähigste Tier, das es überhaupt gibt. Aber er hat zum Beispiel keinen zum Beispiel keinen Stealth-Flug, wie es der Uhu hat. Ja, der Uhu ist innerhalb der Vögel zwar durchaus auch ein Stück weit noch anpassungsfähig, ein Stück weit, aber nicht mehr sehr, weil er besondere Orte braucht zum Brüten und eine spezielle Jagdtechnik perfektioniert hat, die unglaublich beeindruckend ist, nämlich eben den Tarnkappenbomber sozusagen, der leise angeglitten kommt und sich dann die Maus oder was er halt gerade fressen möchte, greift. Beim Uhu muss es nicht nur die Maus sein, da tut es auch ein bisschen Größeres. Der ist ja durchaus kräftig, der liebe Uhu. Aber er muss dafür eben auch nachts unter besonderen Bedingungen jagen gehen. Tagsüber könnte er potenziell, würde er aber dann den anderen Greifvögeln unterliegen, beziehungsweise möglicherweise eben zu sehr auffallen und deutlich weniger erfolgreich mit seiner Jagdstrategie sein. Also wenn man eben eine spezielle Strategie entwickelt hat, ja, die unter bestimmten Bedingungen oder eine spezielle Lebensweise entwickelt hat, die unter bestimmten Bedingungen perfekt funktioniert und man damit der Einzige ist wie unser Torfmoos hier, der überhaupt noch überleben kann, dann ist man sehr, 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 sehr angepasst und hat damit eine wahnsinnig geringe Anpassungsfähigkeit. Umgekehrt kommt man in jedem Lebensraum einigermaßen klar, aber nirgendwo absolut perfekt und verdrängt alles andere, dann ist man enorm anpassungsfähig. So, und jetzt ist es eine unbequeme Wahrheit der Ökologie, dass je größer die Änderungsrate des Ökosystems, in dem man sich gerade befindet, und jetzt können wir uns kloppen, welches Ökosystem das sein soll. Zum Beispiel der Planet, das wäre durchaus ein in sich vorhandenes Ökosystem und dessen Änderungsrate ist gerade ziemlich groß. Und wie gesagt, je größer besagte Änderungsrate gerade ist, desto besser ist es für eine Art, die unter diesen Bedingungen überleben möchte, wenn sie anpassungsfähig ist und desto schlechter ist es für eine Art, die unter solchen Bedingungen überleben möchte, wenn sie angepasst ist, weil angepasst sein, wie gesagt, nur dann funktioniert, wenn sich an den Grundlagen, auf die man angepasst ist, eben nichts ändert und Anpassungsfähigkeit dann nicht mehr funktioniert, wenn generell einfach ein Extremlebensraum besiedelt werden muss. Und da Extremlebensräume jetzt meistens nicht besonders attraktiv sind und nur dann besiedelt werden müssen, wenn alle anderen Lebensräume schon voll sind, sprich im Moor lebst du nicht besonders gut. Ja? Viel besser lebst du nebendran im Mischwald. Und werden dann wahrscheinlich bei starker Änderungsgeschwindigkeit, ich hoffe mich zwischendrin mal ein kleines bisschen nor, wenn es recht ist, zu erwarten sein, dass wir eben weniger, ziemlich viel Tod und Sterben in den Lebensräumen haben werden, in denen Angepasstheit wichtig ist. Wenn die sich ändern, dann stirbt da sehr schnell sehr viel. Und wir werden weniger Tod haben in den Lebensräumen, in denen Anpassungsfähigkeit besser geeignet ist, weil die anpassungsfähigeren Lebewesen eben auch weiterhin anpassungsfähig sind und eher mit einer Änderung des Gesamtökosystems zurechtkommen werden. So,
Und jetzt kommen wir zurück zur Züchtung bzw. ja, zur selektiven genetischen Beeinflussung von Lebewesen. Das ist im Grunde ist ein mit einem Pinselchen irgendwo Pollen nehmen und auf einen Stempel woanders wieder drauf pinseln. Das ist im Grunde schon Gentechnik, wenn man das mal so definieren möchte. Nein, das definiert man nicht so. Aber wir haben da schon eine Züchtung vorgenommen. Ja? Also eine Eingrenzung auf ein Merkmal, das wir eben haben wollten. Es sei denn, wir machen das völlig zufällig. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja? Dass wir völlig random durch den Wald rennen und Bäume bestäuben. Das können wir machen. Ne? Wie gesagt, wenn das per Zufall passiert, dann ist das auch keine Selektion und dementsprechend auch keine Einschränkungen der natürlichen genetischen Vielfalt, die so ein Waldökosystem bzw. dessen Mitglieder haben können. Ne? Aber sobald wir eben ein bestimmtes Ziel verfolgen, dann schon. Ja? Und je weiter wir eben in der Züchtung hin zu besonderen Merkmalen gekommen sind, desto weniger vielfältig ist eben die Ausgangslage, die Ausgangs-DNA. Und das ist jetzt bei Waldbäumen insbesondere, also oder bei Bäumen, die mal Waldbäume waren, im Fall der Kirsche, die auf dem Acker als Süßkirsche heute steht, als Obstbaum, schlicht und ergreifend, daran ist auch nichts auszusetzen. Ja? Aber da ist es halt eben so, dass die Wildkirsche noch, die Vogelkirsche, die noch im Walde steht, eben über eine viel größere Auswahl und viel größere Diversität verschiedenster Gene innerhalb ihrer durchaus beachtenswert riesigen DNA verfügt. Und die kirschentragende Kirsche auf dem Acker bzw. im Garten, die hat halt eben nur eine sehr, sehr eingeschränkte Palette von möglichen Genen, mit denen sie auf eine Veränderung ihrer Umgebung noch reagieren kann. Also unabhängig davon, ob wir es jetzt mit einem Torfmoos oder einem Wolf zu tun haben sozusagen, wann immer wir züchterisch tätig werden, schränken wir die Anpassungsfähigkeit zugunsten der Angepasstheit ein. Immer. Ja? Beim Weizen, beim Mais, beim Chihuahua, immer. Und das führt immer zu einem höheren Sterberisiko, oder Aussterberisiko, wenn man so möchte, bei Änderung der Umweltbedingungen. Ja? Es führt gleichzeitig auch zu einer höheren Angepasstheit auf die Umweltbedingungen, unter der das wir gezüchtet haben, leben soll. Deswegen wächst da ja auch besonders toll. Beispiel Mais auf dem Acker. Kaum was anderes wächst so sensationell wie Mais auf dem Acker. Aber wenn halt der Acker nicht mehr so funktioniert, wie der Mais den bräuchte, beziehungsweise die Bedingungen bräuchte, auf die wir ihn spezialisiert haben, und die kriegt er nicht, dann ist er sofort tot. Pflanz mal einen Mais in den Wald, der keimt nicht mal. Das ist aussichtslos, völlig aussichtslos. Oder pflanz mal Weizen neben Kalamagrostis. Völlig aussichtslos, ja. Also unsere Kulturpflanzen, insbesondere unsere Kulturgetreide beispielsweise, oder auch die Kartoffel oder solche Späße, das ist alles überhaupt nicht konkurrenzfähig gegen ein natürliches Ökosystem. Zum Beispiel eben gerade sämtliche Gräser, Getreide, die Arten, die wir sonst so anpflanzen, die vertragen ja überhaupt keine Schädlinge. Die sind selber gar nicht gegen Schädlinge irgendwie geschützt. Das heißt, wir kriegen die nur durch, indem wir halt eben entsprechendes Zeug drüber kübeln, was Schädlinge verhindert. Oder, jetzt kommen wir dann wieder zur genetischen Anpassung, ja, wir erfinden tatsächlich einen neuen Mais, dem wir eine bestimmte Resistenz gegen genau ein Gift oder ein bestimmtes Anti-Schädlinge-Mittelchen sozusagen mitgeben. Und dann genau mit diesem Anti-Schädlinge-Mittelchen, gegen das jetzt unser Kulturmais immun ist, eben sämtliche Schädlinge umbringen. Dem Mais geht super, alles andere ist tot. Das ist beispielsweise BT-Mais, ne, einer der ersten gentechnisch veränderten Maissorten auf dem Markt. Das Blöde ist nur, dass du das Saatgut, um den auszubringen, dann jedes Mal wieder neu einkaufen musst, weil er von alleine nicht regenerierbar ist, weil sein eigenes Saatgut steril ist. Also sprich, du kannst nicht einfach Samen vom BT-Mais einsammeln und die dann wieder auf den Acker ausbringen und hast einmal welchen gekauft und kannst dann
den quasi für immer vermehren, sondern du musst jedes Jahr neuen einkaufen. Dann gibt es für den BT-Mais außerdem noch Patente und so weiter und so fort. Also da ist dann durch die, ja, die Marktwirtschaft ein Stück weit auch durchaus ein anderes Problem nochmal entstanden, was so bei regulären Pflanzen, die normalerweise immer aus sich selbst vermehrbar sind, nicht auftritt. Ja? Aber auch wenn man sie dann weiter vermehrt oder halt, nimm mal an, du hast irgendwo einen Acker mit Weizen und pflanzt da jedes Jahr wieder die Nachkommen vom Weizen vom Vorjahr und dann wieder die Nachkommen von dem und wieder und wieder und wieder, ohne dass da irgendwie mal Gene von einem anderen Weizenfeld reinkommen würden. Dann kriegst du natürlich einen immer besser spezialisierteren letzten Endes Weizen auf genau dieses Stück Boden, in dem er da wächst, aber der verliert immer mehr irgendwie das Wissen, sozusagen das ererbte Wissen, was er tun soll, wenn halt mal an den Wachstumsbedingungen, die er gewöhnt ist, irgendwas anders ist. Ja? So, und damit haben wir im Wesentlichen jetzt das Problem der generellen Züchtung von Pflanzen in sich verändernder Umwelt hoffentlich ausreichend umrissen. So, und jetzt ist ein Wald, selbst ein Forst, der noch vergleichsweise wenige Arten enthält und stark wirtschaftlich genutzt wird. Es ist noch kein Fichtenreinbestand, ja, das Thema ist sowieso vom Tisch. Die werden jetzt verschwinden, da müssen wir uns keine großen Gedanken mehr drum machen, um Fichtenreinbestände. Aber auch ein sonstiger Nutzwald, der stark auf den Nutzen optimiert ist, ist immer noch bei weitem ein viel, viel, viel komplexeres und schwieriger zu managendes im Feindetail Ökosystem als der Maisacker. Und während auf dem Maisacker oder im Weizenfeld eine hochgradig angepasste Spezialpflanze, bei der man nur auf Ertrag gesetzt hat und alles andere quasi rückgezüchtet hat auf ist nicht mehr vorhanden, also Widerstandsfähigkeit gegen irgendwas anderes, das funktioniert im Wald so nicht. Sobald du also anfängst, Bäume nur, und das haben wir in der Vergangenheit gesehen, unter anderem sehen wir es auch jetzt immer noch eben an den sterbenden Fichten, zu selektieren nach Wuchsgeschwindigkeit beispielsweise und gebildetem Holz pro Zeit. Viele der Fichten aus den Reinbeständen, die jetzt überall gestorben sind, sind ja eben über 200 Jahre nach diesen Kriterien züchterisch verändert worden bzw. ausgewählt worden. Das heißt, man hat Neupflanzungen von Fichte mit Fichten durchgeführt, deren Samen aus besonders wüchsigen Fichtenwäldern stammten. Dass die Fichtenwälder da besonders gut wachsen, ist häufig auch ein Zeichen dafür, dass sie besonders vital sind. Kann aber auch eben sein, dass sie einfach besonders angepasst auf ihren Standort gewesen sind. Das heißt nicht, dass sie auf einem anderen Standort dann automatisch auch sind. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Hohe Angepasstheit bedeutet auf eine Bedingung hohe Angepasstheit, ne? Nicht auf alle Bedingungen. Und das kann dann eben wirklich, und wenn andere Bedingungen herrschen, genau den gegenteiligen Effekt haben und dann wachsen sie halt eben gar nicht. Jetzt nimmst du von mir aus irgendwelche Universalfichten und pflanzt überall in Deutschland Universalfichten und stellst fest, oh ja, Universalfichte wächst gut. Dann pflanzen wir überall anders auch Universalfichten. So, jetzt haben wir am Ende, fiktives Beispiel, 80% der Fichtenwaldfläche Universalfichte gepflanzt. Deren Nachkommen werden wieder Universalfichten sein. Und wenn du jetzt aber doch mal denkst, nach Jahren, nachdem man vergessen hat, wo die Original-Universalfichte eigentlich herkommt, dass du jetzt vielleicht mal Harzer Fichte mit Schwarzwälder Fichte kombinierst, um eine genetisch vielfältigere Fichte sozusagen zu erschaffen, die wieder mehr Anpassungsfähigkeit besitzt und weniger angepasst ist, dann wird das nicht funktionieren, weil einfach überall letzten Endes wieder dieselbe Universalfichte rumsteht und die sich nur geringfügig unterscheiden, auch wenn sie ein paar hundert Kilometer auseinander wachsen, weil sie vom selben Ursprungserbmaterial her sind. Ja? Und das ist eine der Erklärungen, mit der man jetzt zumindest aus der genetischen Komponente heraus ein Stück weit auch das Fichtensterben, das wir ja gerade beobachten dürfen, erklären kann. Die Fichten, die jetzt alle wegsterben, sind genetisch alle ziemlich
nah aneinander und stammen eben von dieser fiktiven Universalfichte. Die gab es so nicht. Aber es gab schon ein paar Erntebestände, die eben häufig beerntet wurden, deren Nachkommen häufig woanders hingepflanzt wurden und von denen dann letzten Endes wieder andere Nachkommen wieder abstammen. Bedeutet, die ursprüngliche wildlebende Urwaldfichte, die ist, was ihre Herkunft angeht, was ihre DNA her angeht, unglaublich vielfältig und hat auf jede Frage, die im Leben einer Fichte, und die werden 500 Jahre alt, wenn sie können, oder auch noch älter teilweise, sogar erheblich älter, in sehr, sehr seltenen Fällen, wie auch immer. Jedenfalls haben sie prinzipiell als Urwaldbaum für jedes erdenkliche Szenario im Leben einer Fichte irgendeine Lösung auf der DNA stehen. Ja? Wenn das passiert, mach das. Wenn jenes passiert, mach dies. Wenn das passiert, dann versuch doch mal das. Oder mach vielleicht doch lieber das. Und also es steht für alles irgendwie ein bisschen eine Lösung da. So, und viele Urwaldfichten haben viele verschiedene Lösungen. Jede hat eine individuelle. Das ist bestimmt nicht immer die beste, aber irgendeine wird dabei sein, die halt eben vielleicht doch die beste Lösung hat. So, und die kann sich dann durchsetzen, wo alle anderen scheitern. Ihre Nachkommen werden sich durchsetzen und für die nächste Generation wird dann zwar eine gewisse Angepasstheit, also eine Einschränkung der Vielfalt passiert sein, dafür aber mit dieser neuen, sich neu eingestellten Situation, die man jetzt überleben muss, wird die nächste Generation viel besser klarkommen. Ja? Und wir haben umso mehr Treffermöglichkeiten, dass irgendein Individuum eine Lösung für ein neues Problem parat hat, je höher die genetische Vielfalt eben ist. So, und jede Züchtung, jede Beeinflussung der Ausgangsvielfalt reduziert eben die Chance, dass wir einen Treffer haben, dass das Ganze besser funktioniert. So, und wenn wir jetzt meinen, ja, und das ist jetzt Meinung, bisher war das naturwissenschaftliche Grundlagen, wenn wir jetzt meinen, einem Baum mit seiner riesigen DNA, ja, Bäume haben eine gigantisch große DNA, beziehungsweise ein gigantisch großes Genom, um beim Fachtermini zu bleiben. Wenn wir meinen, dass wir innerhalb dieses gigantischen Genoms, das in vielen Fällen auch noch nicht vollständig verstanden ist, warum das eigentlich so riesig ist, warum es so viele Kopien von Genen gibt, die eben in zigfacher Kopie auftreten, wozu soll das gut sein und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt aber denken, wir können jetzt da in irgendeiner Form eingreifen, ja, sei es selbst mit CRISPR-Cas9, ja, nur ein kleiner Eingriff, ohne da allzu große Nebenwirkungen und Nebenmutationen und so weiter und so fort zu erzeugen, viel weniger als das durch frühere gentechnische Veränderungsmethoden der Fall gewesen ist. Und selbst wenn wir gar keine Fremd-DNA einbringen, sondern nur bestimmte Gene kaputt machen oder bestimmte Gene besonders attraktiv zum Aktivieren machen, soweit das dann eben bei Waldbäumen, komplexen Waldbäumen, bei der Pappel funktioniert schon einigermaßen, bei vielen anderen noch nicht, soweit das da überhaupt möglich ist. Selbst so ein kleiner Eingriff bedeutet immer, dass wir eben die Anpassungsfähigkeit heruntersetzen. Und wenn wir überhaupt irgendwas über die Anforderungen des Waldes der Zukunft, die der erleben wird, sagen können, dann ist es, dass er anpassungsfähig sein muss. Er muss so anpassungsfähig sein wie nur irgendwie möglich. Jeder Waldumbau, den wir in den letzten Jahren durchgeführt haben oder durchführen wollen, nur in der Sonne, muss immer zu einer Stärkung der Anpassungsfähigkeit führen, zu einer Verbesserung der genetischen Vielfalt, damit man eben, weil man ja nicht weiß, was kommt, auf keinen Fall genau wissen kann, was da kommen wird, dann eben die größtmöglichste Bandbreite an möglichen Lösungen, die die Natur parat hat, eben auch nutzen kann, beziehungsweise dass diese sich dann auch entwickeln können. Ja, und man muss schon ganz genau wissen, was kommt, dass man eben jetzt per gentechnischen Eingriff ins Erbgut von super vielfältigen Pflanzen wie eben Bäumen, da tatsächlich ihnen einen Vorteil verpassen kann. So, und neben jetzt einem klassischen, wirklich echten genetischen Eingriff, sprich gentechnisch verändertes Pflanzenmaterial, ja, geht es auch viel einfacher, indem man eben weiter klassisch auf die normale Züchtung setzt. Die normale Züchtung macht ja auch nichts anderes, als dass wir eben wieder selektieren zwischen den Merkmalen, die unsere Pflanze bzw. unser Baum in diesem konkreten Fall
eben hat, dass wir die einfach gucken, welche Merkmale brauchen wir, welche Merkmale helfen uns weiter und danach selektieren. Das heißt, wir wählen Mama und Papa jeweils so aus, dass die eben schon eine sehr gute Angepasstheit auf zum Beispiel Trockenheit unter bestimmten Standortsbedingungen bereits heute zeigen. So, und dann haben wir mit ganz normaler Züchtung, ohne irgendwie gentechnisch eingreifen zu müssen, den gleichen Effekt, wie wenn wir jetzt da bei einem Baum, der diese Anpassung nicht hat, die Anpassung irgendwie ins Gen, ins Erbgut einbringen würden. Das ist auch einfach schlicht und ergreifend eine Frage des Preises. Das macht gar keinen Sinn, das künstlich zu erzeugen, wenn man es auf, also noch künstlicher per Gentechnik zu erzeugen, wenn man es durch klassische Züchtung auch hinkriegen kann. Und davon abgesehen, selbst wenn wir jetzt noch mal, selbst Züchtung braucht man in den allermeisten Fällen noch nicht, weil man kann ja auch Bäume von Situation A zu Situation B bewegen, beziehungsweise deren Nachkommen, wenn wir wissen, dass das, was wir auf Situation B erwarten dürfen in Zukunft, dem entspricht, was Situation A schon heute hat. Soll heißen, wenn wir in einer Region uns ziemlich sicher sind, dass wir da plus minus ein Mittelmeerklima kriegen werden, dann können wir ja heute auch schon da Bäume pflanzen, deren Eltern noch am Mittelmeer gestanden sind und dann eben die entsprechenden Klimabedingungen, die da dann herrschen, schon kennen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund des Ganzen. Oder weniger extrem, Buchen, die heute schon auf besonders trockenen Standorten wachsen, sind von ihren Nachkommen her eben auf Trockenheit angepasst. Und wenn wir Standorte haben, die in Zukunft trockener werden, sein werden, dann kann man eben Nachkommen von heute schon trockenen Buchen dann dahin pflanzen. So, und das nennt man Provenienzforschung bzw. Provenienzauswahl, dass man eben eine Pflanzenart danach auswählt, wo sie herkommt und wo sie angepasst ist, ohne innerhalb dieses Anpassungsvorgangs viel Anpassungsfähigkeit verloren zu haben muss. Ja, der Satz ist kaputt, aber egal. Ja, also wir nehmen quasi Wildbäume, die nicht züchterisch beeinflusst sind und pflanzen die einfach woanders hin, wo sie von alleine so noch nicht hinkommen würden oder zumindest nicht so schnell. Bedeutet, wir beschleunigen einfach quasi die Geschwindigkeit der Ausbreitung einer bestimmten Population von Pflanze XY an einen Ort, wo sie halt sonst so schnell nicht hingekommen wäre. Das bedeutet, die durch uns beschleunigte Änderungsrate durch globale Erwärmung und ähnliche Späße kompensieren wir, indem wir die Wandergeschwindigkeit der einzelnen besonders angepassten Pflanzenpopulationen einfach ein wenig beschleunigen. Soll heißen, im besten Fall reicht es, einen Wald klimafit zu machen, indem man da weiterhin einheimische Bäume pflanzt, aber vielleicht nicht unbedingt einheimische Bäume, die da von alleine wachsen würden, sondern einheimische Bäume von 300 Kilometer weiter, weil da die Bedingungen, die wir zukünftig auf Standort A erwarten, eben heute schon auf Standort B zu finden sind. Und daher wir einfach die Verteilung sozusagen ein bisschen verändern. Ja, und meiner Meinung nach dürfte das in den allermeisten Fällen schon ausreichen. Gentechnische Veränderungen, die wären jetzt hilfreich und wären ethisch-moralisch habe ich da überhaupt keine Probleme. Ja? Also es gibt für mich keinen Grund, warum man jetzt sagen muss, das darf man nicht tun. Sehe ich überhaupt keine Notwendigkeit. Ja, die Frage ist nur, ist es sinnvoll? Das ist für mich das wesentliche Hindernis. Ja? Und wenn wir jetzt gentechnisch veränderte Pflanzen erschaffen könnten, die viel besser wachsen und viel besser angepasst sind und in einem so komplexen Ökosystem wie dem Wald viel besser funktionieren würden und dadurch der Wald eine höhere Überlebenschance hätte, dann würde ich sofort sagen, ja, dann machen wir das doch teilweise. Ja, mindestens maximal teilweise, weil man nie genau sehen kann und beurteilen kann, was das alles für Konsequenzen haben könnte. Aber das gibt's nicht. Ja,
da sind wir schlicht und ergreifend hinten und vorne noch nicht in der Lage, irgendwie durch gentechnische Veränderungen an Forstpflanzen irgendeinen nennenswerten Vorteil hervorzubringen, der irgendwie hilfreich sein könnte, um die Stabilität, nicht die Wirtschaftlichkeit, das würde gehen, aber auf keinen Fall, um die Stabilität von Waldökosystemen zu erhöhen. Also die sind absolut angewiesen auf eine möglichst hohe Vielfalt und auf keinen Fall darf da eben mit einer Reduktion der Anpassungsfähigkeit in den nächsten Jahrzehnten gearbeitet werden. Das wäre fatal. Es sei denn, man hat halt eben nicht wirklich ein Waldökosystem in all seiner Komplexität und mit all seinen verschiedenen Einflussfaktoren, sondern man reduziert einfach die Komplexität des Systems, indem man eine Pflanze anbaut und macht halt eben aus einem Wald, hoffentlich nicht aus einem wertvollen Wald, aber halt an einen Acker draus, der halt weniger komplex ist, wo halt mehr oder weniger nur eine einzige Pflanzenart wachsen soll und alle anderen sind unerwünscht. Zum Beispiel eine Pappelkurz-Umtriebsplantage. Haben wir uns in irgendeinem Video auch schon mal angeguckt. Und die ist jetzt einfacher. Und weil da weniger Komplexität eine Rolle spielt und man so einen Pappelacker zur Not theoretisch bewässern könnte, ist natürlich viel zu teuer, schon klar, man den Nährstoffgehalt des Pappelackers beeinflussen kann durch Düngung und so weiter. Man kann da also die Änderungsrate geringer halten, weil man der Änderung entgegenwirken kann, indem man halt eben, ja, eben bewässert oder Nährstoffe nachkippt, wenn es daran fehlen sollte. Oder zusätzlich Nährstoffe entnimmt, wenn es zu viele Nährstoffe sein sollten. Da gäbe es dann auch Möglichkeiten. Ja? Aber in dem Moment, wo die Umwelt eben nicht mehr wahnsinnig komplex ist, sondern ein Stück weit steuerbar, dann kann man durchaus selektieren und die Anpassungsfähigkeit zugunsten der Anpassung, Angepasstheit einer Pflanze reduzieren, beziehungsweise eben Angepasstheit vor Fähigkeit sozusagen stellen. Und da wäre jetzt also ein Hochleistungs-Pappelklon, der eine effizientere Photosyntheserate hat, auf Abwehr scheißt, also quasi keine Pflanzenabwehr, also keine Abwehrstoffe gegen Insekten oder Ähnliches überhaupt nicht mehr bildet oder weicheres Holz macht, weil es nur auf die Masse ankommt und nicht so sehr auf die Härte vom Holz oder sowas in die Richtung, weil man ein bestimmtes Produkt haben möchte, wie Papierholz, das dann zum Beispiel besonders wenig Lignin enthalten soll. Lignin macht Papierherstellung eher schwierig, das muss davor heraus. Man möchte gerne möglichst reine Zellulose und da wäre ein Baum, der möglichst wenig Lignin bildet, dann durchaus interessant für eine effizientere, schnellere und ressourcenschonendere Papierindustrie. Das wäre ein Thema. Ja? Da, über sowas kann man durchaus nachdenken. Da bin ich auf keinen Fall prinzipiell dagegen. Nur eben nicht in einem richtigen funktionierenden Waldökosystem, das einfach noch viel zu komplex ist. Ja, und wir keine Möglichkeit haben, eben vorherzusagen, wie genau Waldökosysteme im Einzelnen, also so grobe Ideen haben wir schon, ne? Aber wir wissen nicht exakt, wie sie im Einzelnen reagieren werden. Und wir wissen auch nicht, wir haben keinen Schimmer, was wir auf eine derartig schnelle Änderung der Waldökosysteme für ein Gen, bitteschön einem gentechnisch veränderbaren Baum, egal, selbst wenn es klappt, würde. Wir haben einfach keine Ahnung, was für ein Gen wir dem dann bitte einbauen sollen. Mehr Dürreresistenz. Okay, ja, aber das kriegst du halt auch durch klassische stinknormale Auswahl des richtigen Saatguts für die nächste Waldgeneration hin. Und was man auch auf keinen Fall vergessen darf, Wälder sind langlebige Organismen, wenn man so möchte, wenn man den Wald mal als Organismus bezeichnen möchte. Bedeutet, es geht ja nicht, wenn jetzt meinetwegen der Wald krank ist. Ja, die Bäume sehen alle scheiße aus und verrecken da langsam vor sich hin. Oder haben alle eine fiese Krankheit und so weiter und so fort. So, und jetzt rennst du da mit der Genspritze in den Wald und spritzt jedem Baum eine Ladung Gene unter die Borke. Und dann passiert nichts. Ja, weil das nur dann funktioniert, also eine gentechnische Veränderung kann man nur generationsübergreifend in eine Population von Pflanzen einbringen. Das heißt, du kannst die Jungbäume, die jetzt heranwachsen, die kannst du theoretisch alle aus einer Züchtung, wo du ihr Erbmaterial gentechnisch manipuliert hast, herausnehmen und dann so in den Wald reinpflanzen. Und dann hast du eben eine neue Generation von gentechnisch veränderten Pflanzen. Das funktioniert aber nicht mit den Altpflanzen,
Pflanzen, die können, was sie können, und daran kann man, wenn sie dann mal stehen, nichts mehr ändern. Wenn man also einen gentechnisch veränderten Altwald haben möchte, dann muss man den heute pflanzen und dann 300 Jahre warten. So, und jetzt haben wir schlicht und ergreifend überhaupt keinen Plan, was ein Organismus, der Jahrhunderte alt wird und deswegen haufenweise Schutzmechanismen gegen zufällige Mutationen, die was machen, mit denen man nicht klarkommen würde, entwickelt hat, anstellt, wenn man dem im Erbgut rumfuscht und diese Rumfuschung ein paar Jahrhunderte her ist. Macht die sich dann rückgängig? Wird die überhaupt an die nächste Generation weitergegeben? Müssen wir dann, wie wir das früher gedacht haben, jede Generation von Jungwald nochmal vollständig neu pflanzen? Funktioniert dann Naturverjüngung überhaupt noch? Fragen über Fragen. Außerdem sind erstmal Fremdgene oder manipulierte Gene in eine Population ausgebracht und Bäume ja bekanntermaßen in der Lage, ihre Samen gegebenenfalls über enorme Strecken auszubreiten, dann führt das natürlich zusätzlich nochmal dazu, dass wir gar keinen Schimmer mehr haben, was mit unseren künstlich veränderten Genen passiert und wie weit die ins Ökosystem, ins natürliche Ökosystem irgendwo ausgebracht werden, wo sie überhaupt nie hingehört haben. Soll heißen, fangen wir einmal damit an, Bäume gentechnisch zu verändern, dann wird es irgendwann nirgendwo mehr innerhalb eines nicht überschaubaren Grenzgebietes, wir haben keine Ahnung, wie weit sich das ausbreitet, nirgendwo mehr irgendwas geben, was man dann jemals wieder als Urnatur bezeichnen kann, wo der Mensch mal nicht massiv eingegriffen hätte und zu deutlichen Veränderungen eben durch unser eigenes Zutun geführt hätte. Ja? Also es ist nicht umkehrbar. Wenn man das einmal macht, dann ist es passiert und eine Nicht-Ausbreitung kann man nicht sicherstellen. Da gibt es keine Möglichkeit dafür, es sei denn, gentechnisch veränderte Pflanzen macht man steril, aber auch dann wieder sind wir weg von einem naturnahen Waldökosystem, das zwar man zwar bewirtschaftet, das durch Bewirtschaftung geprägt ist und das uns auch dient, dadurch, dass es für uns Dinge wie Holz bereitstellt. Aber da haben wir einen Acker. Ja? Also diese Sonderstellung einer naturnahen Wirtschaftsweise mit den natürlichen Wachstumsprozessen zusammen, trotzdem noch ein Produkt für uns als Menschheit, ein nachhaltiges Produkt, wirklich nachhaltiges Produkt für uns bereitstellen zu können, das kann in dem Moment nicht mehr funktionieren, wo wir eben zu weit von den natürlichen Regenerationsprozessen abweichen. Und daher halte ich persönlich, egal mit welcher Technik, egal wie zuverlässig gentechnische Veränderungen heutzutage in der DNA machbar sind, und CRISPR-Cas9 ist da natürlich ein Quantensprung, absolut, aber trotzdem halte ich das nicht für zielführend. Das bringt nichts. Ja, ethisch, moralisch, mir scheißegal, kann man ruhig machen, aber es hilft einfach nicht. Nichts wird dadurch besser. Und ja, das zum Thema Genetik im Wald und ja, warum das eben nichts bringt. Dran forschen, bitte gerne. Ja, gar nichts anderes dran auszusetzen. Wer also in diesem Bereich irgendwie tätig ist, kein Problem. Ja. Letzten Endes ist eine Pflanze relativ berechenbar. Ja. Die macht Photosynthese und daraus aus der Netto-Photosynthese produziert, also Brutto-Photosynthese produziert sie halt letzten Endes immer eine gewisse Menge an Stoffen. Ja? Und was sich eben aus Kohlenstoff und Wasserstoff und Sauerstoff und eben noch ein paar Sachen aus dem Boden nicht herstellen lässt, das wird eine Pflanze auch mit Gentechnik nicht herstellen können. Ja, wir kriegen da keine Harry-Potter-Bäume, keine blitzeverschießenden oder blitzzurückwerfenden Bäume, wenn sie von ihm getroffen worden sind, hin oder irgendwelche sonstigen geheimnisvollen Superkräfte. Das wird alles nicht passieren. Ja? Es muss innerhalb der Grenzen dessen, zu was eine Pflanze überhaupt in der Lage ist, passieren. Und wenn sie zum Beispiel austrocknet, dann wird sie auch dann austrocknen, wenn sie vorher genmanipuliert worden ist. Man kann sie dazu kriegen, dass sie mehr Wurzel im Anteil zu den Blättern ausbildet. Dann wird sie weniger schnell vertrocknen und länger mit weniger Wasser trotzdem noch funktionieren. Sie wird aber gleichzeitig auch immer langsamer wachsen, weil sie jetzt jede Menge Biomasse zwar im
im Boden hat, um jede Menge Wasser aufzunehmen, das aber nur so lange funktioniert, wie sie auch im Verhältnis dazu eher wenig Blätter hat, damit eben die Wasseraufnahmekapazität nicht von einem enorm großen Wasserverbrauch durch eine gigantische Krone wieder reduziert wird, beziehungsweise der Vorteil, eher überlebensfähig zu sein, weil man auch bei wenig Wasser immer noch genug Wasser für den geringen Verbrauch, den man gerade hat, zusammenkriegen kann, wird ad absurdum geführt, wenn du den Verbrauch wieder auf Maximum hochschraubst. Dann trocknet der Baum letzten Endes wieder genauso schnell aus, wie wenn er vorher gar nicht erst irgendwie manipuliert worden wäre, um eine besonders große Wurzel auszubilden. Soll heißen, wenn es trocken ist, dann wächst nichts. Im besten Fall bleibt alles noch am Leben, aber wachsen wird es trotzdem nicht. Und vielleicht können wir eines Tages die Überlebenschance steigern, aber wir können nicht gleichzeitig noch die Produktivität steigern. Oder umgekehrt, wenn wir die Produktivität über das vernünftige Maß des am Lebenbleibens des Baumes, der da produktiv ist, hinaus steigern, dann ist er halt nicht mehr am Leben, beziehungsweise das Risiko, dass er stirbt, steigt dann proportional an. Und das beste Beispiel ist eben die Fichtenforstwirtschaft der Vergangenheit, aus der man sehr, 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 sehr viel über die Funktion von Waldökosystemen lernen kann, wenn man dann eben bereit dazu ist, dieses Wissen auch zu akzeptieren. Auch wenn dabei eben rauskommt, dass wir in Teilen akzeptieren müssen, dass der Wald auch mal nur langsam wachsen darf, können, muss, sozusagen, damit eben seine Regenerationsfähigkeit und Überlebensfähigkeit sichergestellt ist. Keine Gentechnik der Welt kann daran etwas ändern. Und ja, mir fällt doch noch was ein, hab noch was vergessen. Zukunftsmusik. Theoretisch wäre es möglich, wenn man dann in der Lage ist, beziehungsweise das Erbgut verschiedenster Baumarten und Pflanzenarten und am besten auch gleich noch Tierarten und vor allen Dingen auch noch den ganzen Mikroorganismen und so weiter und so fort, alles durchanalysiert hat. Ja, von allem ist das Erbgut bekannt. Wir wissen exakt, welches Gen macht genau was und so weiter und so weiter. Wir wissen, unter welchen Bedingungen das entsprechende Gen aktiviert oder repressiert, also deaktiviert von mir aus, wird. Und haben den kompletten Prozess der Regulation, der Genexpression verstanden, etc. pp. Ja, also es gibt da keine offenen Fragen mehr und alles ist wirklich exakt bekannt. Dann wäre es technisch gesehen möglich, die genetische Vielfalt, also die Möglichkeiten, die Anpassungsfähigkeit sozusagen einer einpassungseingeschränkten Pflanze durch eben gleicher Standort seit vielen, vielen Jahrhunderten und kaum zusätzliche Gene von außerhalb. Da findet ja auch eine Anpassung statt, wie es bei unseren Moorkiefern hier zum Beispiel. Ja. Sowas auch rückgängig zu machen und da dann quasi nachträglich trotz hoher Angepasstheit noch zusätzliche Gene in die DNA reinzuklatschen, die dann dem Ganzen noch eine Anpassungsfähigkeit hinzufügen würden. Ja, also rein technisch gesehen kannst du also die Angepasstheit unberührt lassen und noch einen Haufen Gene hinten dran hauen. Ja, das Blöde ist nur, irgendwas anderes muss dafür weg, weil ein Genom kann halt nicht beliebig riesig werden. Du kannst jetzt nicht einfach einem Organismus mit üblicherweise einer Gesamt-DNA-Größe, also Genomgröße von 46.000 Basenpaaren, kannst du nicht nochmal 10.000 Basenpaare mit Bonusinfos sozusagen einfach hinten dran klatschen, weil so viel da gar nicht reinpasst in das entsprechende Organismus. Zumindest bisher geht das nicht. Und ich wüsste auch nicht, wie das funktionieren soll, wenn der Zellkern eben nun mal so und so groß ist in dem entsprechenden Organismus und da halt so und so viel DNA reinpasst und nicht mehr. Und ja, schwierig, ganz schwierig. Ja? Also vielleicht kriegt man das irgendwie hin, dass man tatsächlich im Rahmen der Genmanipulation irgendwann in der Zukunft den Nukleolus vergrößert, also den Zellkern, ja, in dem halt eben das Genom drinsteckt, bei höher entwickelten Lebewesen, die überhaupt den Zellkern haben. Aber das ist alles, worüber es irgendwie, womit was zu tun haben in der Ökologie, mit Ausnahme von Bakterien. Ja. Wie auch immer, das würde dann potenziell
möglich sein, da eben noch ergänzende Gene irgendwie mal reinzuklatschen. Aber das ist völlige Zukunftsmusik, ja, völlige Zukunftsmusik. In den nächsten 20, 30, 40 Jahren wird das auf keinen Fall technisch machbar sein. Und selbst wenn es dann mal machbar ist, dann wäre es wahrscheinlich immer noch unendlich teuer. Und auch dann haben wir wieder das Problem, dass wir ja nicht wissen, was an Jahrhunderte alt werdende Pflanze, die eben über ja, diverse Mechanismen, um ihre DNA eben auch innerhalb ihrer eigenen Lebensspanne nochmal anzupassen, verfügt, dann mit solchen Manipulationen anstellen würde. Also ich bin jetzt aber auch nicht Genetiker genug, um jetzt sagen zu können, das geht nicht, aber in absehbarer Zeit sehe ich da wirklich überhaupt keine Chance, dass sich an der generellen gentechnischen Manipulierung im Wald, macht keinen Sinn, Situation irgendwie was ändern würde. Ja, das wollte ich auch noch schnell ergänzend darauf hingewiesen haben. Zurück zum Ben, der gerade im Begriff ist, Tschüss zu sagen. Ja, das ist es im Wesentlichen, glaube ich. Wenn nicht, mache ich noch einen kleinen Voice-Over-Teil und verabschiede mich jetzt erstmal an dieser Stelle soweit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.